Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 4. Ich werde ihn retten, dann hau ich ihm eine rein. Okay, so. Kümmern wir uns zuerst darum, wie wir ihn retten. Und was natürlich eigentlich? Rennen wir Sam. Rein, reicht das denn nicht? Wieder hinterher. Lasst ihn uns einfach finden. Es ist doch Ehrensache, dass wir das hier tun, oder? So, wir müssen das hier schieben. Damit kommen wir über die Mauer. Aha, zur Mauer. Ja, komm schon! Ich dachte, warte, uns. Wir helfen dir. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, es hilft uns jemand. Dafür muss ich aber anhalten. Okay. Hau ruck. Boah, es geht hin. Muss sehr anstrengend sein, mein Controller vibriert hier. Ja. Okay. Handbremse angezogen, wunderbar. Schlecht. Das wird nicht halten. Nate, los! Ich hab's. Gehen wir alleine oder was? Los! Wir gehen alleine. Los! Da kommt mir mal die Frage auf. Warum entladen diese Ding nicht erstmal? Ganz Gepäck darunter, dann ist es doch ja nicht mehr so schwer. Gut, wir haben nicht genug Zeit dafür. Alles klar. Nein, nicht ganz allein. Aber um lange reden zu schwingen, dafür haben wir mal Zeit. Er wird nicht ohne Kampf hier weggehen. Dann kämpfe ich mit ihm, wenn es sein muss. Aber so oder so, ich hole ihn zurück. Bring das Flugzeug so nah an den Berg ran, wie es geht. Und dann nichts wie weg hier. Also das Übliche, ja. Das ist nicht fair. Abwasch, du bist dran. Und weh dir, du kommst nicht zurück. Ich liebe dich. Och, Leute. Da hätten wir genug Zeit gehabt, das Ding da zu entladen, sodass die beiden hätten mitkommen können. Okay. Da war aber kein gescheites Flugzeug mehr, was uns wieder wegbringt, ne? So macht natürlich mehr Sinn, wenn Sully schon mal sein Flugzeug an den Berg bringt und wir dann unsere Fluchtmöglichkeit haben. So, Kapitel 21, meines Bruders Hüter. Jo. Das sind wohl wir. Okay, klettern wir mal hoch zum Berg, wa? Und ich wette, dass wir garantiert auch noch gegen diese blöde Nadine kämpfen müssen. Die kam nämlich schon lange nicht mehr. Okay. Ich vermute, dass das doch wieder ein schwerer Kampf werden wird. So, okay, wo lang? Darüber, oder? Hopp. Erstmal hier rüber. Ja. Das sieht gut aus. So, was ist denn da? Eine Spur. Was ist das? Sind das Sams Spuren, oder? Sam! Wir rufen einfach mal. Wir wissen nicht, wer das ist. Wir rufen einfach mal Sam. Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Na klar, ihr habt ja auch ewige Quatsch noch da. So, wir müssen auch über alle Berge darüber. Alle, hopp. Juhu. Und festhalten bitte. So, soll ich da jetzt reinkrabbeln? Wahrscheinlich, ne? Da. Ich versuche mich gerade zu orientieren irgendwie. Ne, kein Plan. So. Mal zu dem gruseligen Berg, Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja, morgen werde ich über all das lachen. Ah, yep. Ich gehe jetzt einfach mal da, wo es sehr offensichtlich ist, ne? Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wo dieser Berg ist gerade. Und wie weit wir von diesem Berg überhaupt noch entfernt sind. Noch mehr Fußspuren. Zurück auf der Spur. Mhm. Die Fußspuren enden hier. Mhm. Super. Da oben oder wie komme ich denn da hoch? Das wird aber nichts. Da ist ein Baumstamm. Warte. Oh, komm schon, wo ist der hin? Okay, bis darüber ist, schaffen wir niemals zu springen. So, nehmen wir das einfach mal hier hochzukommen. Zack. Ist sehr hoch.
So. Und weiter geht die lustige Action hier. Oh Gott. Das hätte ich fast nicht gedrückt. Ich dachte, wir sind so rübergekommen. Oder wären mehr so rübergekommen. Fußspuren. Noch mehr Fußspuren im Matsch. Immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Ja, jetzt kann ich dich noch umbringen. Ich denke, wir müssen hier lang, ne? So. Schaffen wir das? Uiuiuiui. Nochmal. Das war ganz schön knapp. Ich sehe immer noch nicht diesen Berg, wo wir hinwollen. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder nach dieser ganzen Action uns mal hier eine ruhigere Passage verdient, ne? So. Hier aus kommen wir auch darüber. Und da haben wir wieder irgendwas. Was ist das? Ja. Das ist aber jetzt nicht von Nate, von Sam, meine ich. Das sind die Fußspuren, deswegen weiß ich auch wirklich nicht, ob das überhaupt Sams Fußspuren sein sollen. Das hier ist auf jeden Fall älter. Wer kommt denn? Ah ja, da haben wir, glaube ich, schon denjenigen gefunden. Mann. Das ist Bernds Enkel. Ich staune mal wieder, wie gut die alle im Klettern waren. So, lesen wir mal. 14. April 1808. Obwohl ich Hays Kugel erfolgreich aus meinem Oberschenkel entfernt habe, eitert die Wunde und das Fieber hat nicht nachgelassen. Ich möchte unbedingt sehen, was sich im Berg befindet, aber der Schmerz ist unerträglich und ich muss mich ausruhen, wieder zu Kräften kommen. In diesem Moment der Ruhe beschleicht mich ein Gefühl des Zweifels. Hätte ich die Männer nicht dafür bestrafen dürfen, dass sie den Vertrag mit mir gebrochen haben? Ich habe mein Leben der Suche nach diesem Ort gewidmet, um Averys Schatz zu finden und ihre Taten hätten mich beinahe meines Schicksals beraubt. Nein. Mein Vorgehen war gerechtfertigt. Heute Abend ruhe ich mich aus. Das Fieber wird sinken und morgen werde ich die Reise meines Großvaters beenden. Wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich meine Erlebnisse niederschreiben. Ein Buch von Jonathan Burns, das in den Büchereien neben den größten Abenteuern der Geschichte stehen wird. Im schlimmsten Fall verliere ich dieses Bein, aber letztlich werde ich ein erfülltes Leben gehabt haben und Claire wird endlich stolz auf mich sein. Claire, vergib mir. Das ist wohl seine Claire. Knapp daneben ist auch vorbei, Kumpel. Na toll. Hattest es fast geschafft. So ein Mist. Tja, aber mit einem kaputten Bein hier großartig noch weiter rumzuklettern und hier rumzuspringen, das war auch ein Ding der Unmöglichkeit. Und weiter geht's. Hui. Oh, mehr Spuren. Mehr Fußspuren. Okay, aber rein hier in die Höhle. Oh. Okay. Ich wollte gerade meckern, warum der sein Licht nicht anmacht. Hey, Sam! Nee, wenn das nicht Sam ist, so. Den wir hier verfolgen. Ja, das war auch irgendwie klar. Komm schon. So, zieh. Zieh dich hoch. Wir sind immer auf dem richtigen Weg. Wo sollen wir auch sonst anders hin? So, da wären wir. Okay. Dann mal los. Okay, das wird mal rutschig hier. Und alle ab. Oh, verdammt! Ja, ja, komm, komm, komm. Oh, Scheiße. Ich hätte gedacht, dass wir es noch schaffen, wie wollen. Okay. Also, wir. Auf jeden Fall wieder vom Weg ganz schön abgekommen. So, Frage. Müssen wir jetzt da runter? Wahrscheinlich. Jetzt gehen wir doch aber wieder total in eine falsche Richtung, oder? Aber gut, wir haben ja nichts anderes zu tun. Ne? Also ich meine, was sollen wir sonst machen? Irgendeinen Weg wird es schon geben, der uns wieder dahin bringt, wo wir hin wollen. Das ist so dunkel hier. Darf ich gar nicht hingehen, dass es da so dunkel ist. Ja. Okay, da geht es auf jeden Fall rüber und dann runter, oder was?
Das war nicht gut. Scheiße, ich habe gedacht, da kommt man rund. Da wäre noch wieder so eine kleine Plattform. Habe ich mich wohl verguckt? Hä? Wo denn dann? Ach, wir müssen darüber. Okay. Na gut. Machen wir es nochmal. Aber ich komme halt nicht rüber, ne? Komm schon. Jetzt. Oh Gott, das ist schwerer, als es aussieht. Spring da jetzt. Doch, jetzt mach das. Ich spring da gerade nicht rüber. So. Hopp. Oh Gott. Wo lang? Da runter lang, oder? Da hoch jetzt bestimmt nicht, ne? Ich schwing mich mal darüber. Ich schaffe das. Ich hole mal nochmal Schwung. Dann lassen wir uns fallen und hoffen, dass wir uns da jetzt auch nochmal... Oh Gott. Oh Gott, natürlich. Nein! Wirklich. Was ist hier nur los? Die haben hier wirklich versucht, so viel Action wie möglich in diesen Spieler unterzukriegen, ne? Ich weiß zwar nicht wie, aber ich hab's geschafft. Hier waren auch wieder irgendwelche Piraten gewesen und haben irgendwas hingebaut. Da sollen wir uns wahrscheinlich abseilen. Ah. Machen wir das mal wieder. Abseilen ist ja wieder die große Kunst, die ich irgendwie so gut beherrsche. Okay. Oh Gott, das ist Averys Schiff. Oh, wir haben Averys Schiff. Averys Schiff. Oh mein Gott. So, wir müssen natürlich da lang. Oh Gott, das wird wieder ziemlich schwer. Nicht rein. Oh, okay. Oh Gott, ich komme nicht seitwärts, ne? Das ist... Ich glaube, wir müssen auch abwärts. Dozent da links erstmal festhalten. So, damit wir von hier darüber hüpfen können. Okay. Und los. Jetzt nach oben. Und jetzt wieder nach unten. Und schön hoch. So, ey, dieses Schiff können wir ja gar nicht so richtig gutachten von hier oben. Also wir müssen irgendwie weiter hoch, aber irgendwann wollen wir da nach unten, ne? Schauen wir mal. Okay. Wow. Oh, Scheiße. Jetzt drückel ich hier. Zu knapp. Das ist wohl mein Weg runter. Ah, super. Machen wir mal, ne? Schön, dass er Spaß hat an der ganzen Sache, ne? Oh Gott, komm schon! Ich sehe nichts. Das ist... Oh Gott. Okay. Also manchmal funktioniere ich einfach nur in den richtigen Momenten. Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber kaum. Wahrscheinlich hätte er einen trockenen Weg genommen. Naja, du bist da einmal runtergestürzt, du Emil. Da hat Sam auf jeden Fall einen anderen Weg genommen. So, Frage. Wie kommen wir jetzt da hin? Na, hier geht's auf jeden Fall nicht lang, ne? Da hoch kommen wir auch nicht. Müssen wir da rüber von der anderen Seite? Ja. So, Nate, kannst du dich hier... Nee, das ist zu hoch. Ich wollte eigentlich gerne da oben nochmal gucken, aber nö, dann halt nicht. Ich glaube, da liegt auch nichts Spannendes, ne? Nur so ein bisschen Gerümpel halt. Hier liegt ein Schatz. Mist, ich dachte, das wäre der Weg, wo wir hier weiterkommen, aber nö. Jetzt haben wir hier nur den Schatz tatsächlich entdeckt. Ah. Ich gedacht, wir müssen da lang. Müssen wir tauchen? Ach ja, guck mal da. Oh Gott, so ein kleiner Minispalt. So. Oh je, das.
ist ganz schön eng. Gott, jetzt bitte stirb hier neben Wasser. Hoch. Ach. Das ist die letzte, Man. Da sind sie ja, unsere Freunde. Mit allen holen wir die anderen noch ab. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer, alles, was wir getan haben, umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, Man. Von den Einleiten Vergang, ne? Hintergang, so heißt es. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Nach dir. Tja. Nadine, so läuft das im Leben, wa? So. Naja, Mitleid habe ich jetzt nicht mit der. Muss ich jetzt hier nochmal durchtauchen? Wahrscheinlich, ja. Guck mal ganz kurz. Da. Oh. Nee, noch ein Stück tiefer, bitte. So. So, also eigentlich hatten die hier irgendwo schon... Ja, Kapitel 22, das Ende eines Diebes. So, anscheinend haben Nadine und ihre Männer hier auch schon genug Gold gefunden, was Nadine eigentlich gereicht hat, dafür, dass sie so viele Männer verloren hat und nicht noch mehr verlieren wollte und lieber auch weiterleben will, weil sie vermutet, dass das Schiff natürlich auch extrem gesichert sein wird, nachdem schon die Höhle so voller Minen war. Okay, es hat mir gar nichts gebracht, jetzt hier raufzukommen, ne? Dann gehen wir darüber. Tja, aber da hat sie halt nicht mit Raid gerechnet. Der nicht einfach jetzt aufgibt. So kurz vor dem Ziel, genau wie Sam. Wahrscheinlich muss ich einfach auch da lang schwimmen, war. Zum Schiff. Oh, was? Ah ja. Das war ja irgendwie da. Das schöne Schiff. Ich würde fast sagen, jetzt können wir das schöne Schiff mal ansehen. Das wird gleich nicht mehr so schön aussehen. Diese Rauchwolke, das sieht aus. Ach, herrje. Jetzt haben wir aber einen Eingang, wo wir rein können, wa? Oje, oje. Okay, das war nicht Sam. Zum Glück war das nicht Sam. Na gut, wir müssen hoch.
Von hier? Wahrscheinlich, ne? Ich sehe gar nichts, dieser Qualm. Ich wollte eigentlich hier auch ein bisschen gucken, aber hier kommen wir nicht rein. Dann müssen wir wohl da unten lang. Wow. Ja. Da ist der Schatz. Ordentlich, ne? Alles voller Gold. Verdammt. Und Kostbarkeiten. Goldmünzen. Wow. Goldene Teller, goldene Statuen und anderer Krempel. Wahnsinn. Hier auch alles voll, ne? Überall alles voll. So. Ich denke, ich werde hier nochmal einen kleinen Cut machen. Wir haben auf jeden Fall unser Ziel erreicht. Wir haben unser Gold gefunden. Jetzt müssen wir nur noch Sam hier irgendwie retten und... Ja, was machen wir? Wir können ja gar nicht so viel Gold und alles mitnehmen, ne? Wir müssen ja das ganze Schiff theoretisch mitnehmen. Gut, ich glaube mal, wir sind auf jeden Fall dem Ziel sehr nah und viele Folgen wird es hier von Uncharted 4 nicht mehr geben, ne? In dem Sinne bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zusehen. Ich freue mich auf euren Kommentar und hoffe, ihr schaltet in den nächsten Folgen auch noch hier rein. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.